einfach so schön, den Tag so zu starten. Der ganze Tag ist so voller Hektik und Trubel und morgens sich die Zeit hier zu nehmen und in Ruhe mit den Tieren den Tag zu beginnen, ist einfach so schön, weil hier darf man sich einfach nicht schnell bewegen. Hier muss man einfach Ruhe bewahren und ruhig bleiben. Das strahlt sich auch auf die Tiere aus. Ich bin Kerstin Tolksdorf und ich führe mit meinem Mann eine kleine Herdbuchzucht und wir sind am Wachsen. Und das ist auch unser Ziel für die nächsten Jahre. Bisher war unsere Schäferei sehr übersichtlich in der Anzahl der Tiere, aber wie gesagt, wir wollen ja auch wachsen und das passiert ja gerade auch jährlich in der Lammzeit. Und unsere bisherige Stalleinrichtung reicht einfach nicht mehr aus von der Kapazität her. Und wir möchten uns auch von einem festen Standort ganzjährig für die Lammzeit entbinden. Das Wichtige ist, dass wir unsere Pflegeflächen rechtzeitig beziehen können. Und das können wir dann auch während der Lammzeit mit einem Weidezelt. So, die Poppy zieht heute mit ihrem Lämmchen aus und jetzt gibt es dazu noch ein paar Vorbereitungen. Wir sind ja in der Herdbuchzucht, das heißt, das Lamm muss der Mutter zuzuordnen sein. Es gibt eine Stallohrmarke erstmal. So, kleine Madame. Ja, du bist niedlich. So niedlich. So, gehen wir mal wiegen. Kilo. So. So, wir sind ja ein Herdbuchbetrieb und deswegen haben wir eine genaue Zuteilung. Hier steht jetzt auch zum einen drin, dass die Poppy jetzt mit ihrer Kleinen im Zelt war. Und wir merken das Geburtsgewicht, die Ohrmarkennummer der Mutter und die Stallohrmarke schon direkt, welche sie jetzt bekommt. Dann tragen wir von heute das Gewicht ein. Das waren 6,4 Kilogramm. So. Die Marke wird gesetzt zwischen zwei Adern, die am Ohr verlaufen. Das kontrolliere ich immer ganz gerne gegen das Licht. Eine ganz schnelle Geschichte. So, jetzt wird ausgezogen. So, Mutti, komm. Aufpoppen. Ja, du musst die Lounge verlassen. Heute Morgen ist ja wieder ein Lämmchen gefallen. Das zieht jetzt in die Stiegsbucht mit seiner Mutter ein. Wenn sich das jetzt so nicht einfach mitführen lässt, die Mutter mit dem Lamm, werden wir das mit dem Zaun machen. Aber sieht gerade ganz vielversprechend aus. Guten Morgen. Ei, ei, ei. Ein kleines, süßes Mädchen.
nehmen jeden Eingang, den wir kriegen können. Die kommen jetzt für die nächsten Tage in die Stietsbucht. Die Mutter-Kind-Bindung sieht man ja, ist wirklich vorhanden. Aber die haben jetzt einfach ein bisschen Ruhe und eine Vollpension verdient und eine Rundumversorgung fürs Lämmchen, einfach, dass wir auch einen Blick drauf haben, ne, dass alles okay ist und die Versorgung auch weiter gut läuft. Wir haben sie heute Morgen einfach erstmal eine Weile in Ruhe gelassen, damit sie sich auch in ihrem neuen Job als Mutter wiederfinden kann. Ne? So, dann gehen wir jetzt mal zur Erstversorgung vom Lämmchen. Auch hier wieder langsam und vorsichtig bewegen. Die Mutter reagiert auf alles. So. Und jetzt beginnen wir mal mit der Versorgung. Hierzu wiegen wir auch wieder das Kleine. Das hat 3,3 Kilogramm. Das ist fit. Und die Empörung ist auf allen Seiten groß, wie man hört. So, und da wir jetzt schon ein 3-4 Stunden altes Lämmchen hier haben, ist es auch schon sehr lebhaft. Deswegen lasse ich es mal hier im Körbchen drinne. So, mach nochmal Mund auf. Nein, gut. Und dann gucken wir uns das nochmal insgesamt an. Da ist alles gut. Der Saugreflex ja war eben schon kräftig, als wir die Paste gegeben haben. Ja, das ist super, alle Reflexe sind da. So, dann gucken wir nochmal hinten, dass alle Ausgänge vorhanden sind. Das passt auch. Er hat leider eine kleine Verletzung, aber das ist in 3 Wochen weg, gell? Ja, und jetzt geht's zur Mama. So. Was halt auch so unglaublich ist, man geht eine Verbindung mit dieser ganzen Herde ein. Man kennt wirklich jede Einzelne und gerade nach der Zeit in der Stietsbucht, man ist... Geil. Vorher kannte man sich gar nicht so wirklich. Das ist auch mit den Zutretern so oder den Jährlingen. Man erkennt einfach auf viele Meter, wenn was nicht stimmt oder irgendwas nicht in Ordnung ist. Es, ja, Lammzeit ist so intensiv und macht so einen Spaß. Wir haben ja nicht nur die weiße gehörnte Halsschnucke bei uns, sondern auch noch ein paar Graugehörnte, das Salz in der Suppe für die schönen Mixlämmer, die wir auch ganz gerne mögen. Dazu seit letztem Jahr unsere Kerry Hill Schafe, die gehen dieses Jahr in die Zucht. Letztes Jahr hatten wir einen jungen Bock dabei, also sehr jung. Wir wissen gar nicht, ob sie tragend sind, wir müssten das mal kontrollieren. Und ja, und noch die 2 obligatorischen Quotenmerinos. Die sind auch schon etwas älter, die Damen, und die laufen hier einfach für die Abwechslung noch mit. Wir haben ja heute unseren Weideauftrieb und dazu schmücken wir unsere Schäfchen mit kleinen Weidekränzchen. Das ist für uns jedes Jahr was Besonderes, weil das ist jetzt der erste Umtrieb mit Lämmern. Und wir können den Obstbestand weglassen. Und es ist einfach für uns immer so aufregend, weil es geht jetzt aus diesem festen Bereich in die Weite. Die Hunde haben lange nicht richtig umgetrieben. Wir gehen durch den Ort, wir belaufen eine Kreisstraße ein Stück. Ja, es ist immer sehr aufregend und sehr spannend. Ich kann das kaum in Worte fassen, weil man ist schon angespannt, aber auch so voller Freude, weil das so einen Spaß macht und ist auch immer wieder spannend, einfach die Begegnung mit anderen Menschen, mit Autofahrern, mit Motorrädern. Wir sind hier eine beliebte Motorradstrecke und
das lässt mich schon dann die Nacht vorher mal darüber nachdenken und man geht auch ein bisschen mit Anspannung dran. Das Wichtigste ist halt einfach immer die Ruhe zu bewahren und das ist halt auch das, was einem permanent durch den Kopf geht, dass man jetzt versucht halt entspannt zu bleiben und das zu genießen und ja, es ist, man möchte einfach nur, dass alle gesund ankommen. Ja, umso schöner ist es, wenn man dann endlich angekommen ist. Das ist, da fallen einem nicht nur 1000 Steine vom Herzen, das ist einfach, ja, das ist ein Gefühl nach 7 Kilometern, wo man permanent mit den Augen über alles und überall mit dem Ohr und schaut und guckt und man versucht es allen recht zu machen rundherum. Ja, und dann ist man hier und ist in seinem Bereich und kann endlich wirken und die Schafe können wirken und es wirkt ja auch wahnsinnig toll und das ist einfach jetzt ein richtig tolles Gefühl, sie da zu sehen, wo sie hingehören, auf die Weide und die Landschaftspflege beginnt und ja, endlich ist es soweit.